Und sind wir wieder zurück? Sind wir wieder on? Ja, scheint geklappt zu haben. So. Ja, also scheint das Crap Game mein PC komplett gecrashed. Ja, dann werden wir weiterhin bei Luna Clan bleiben, glaube ich. Auf jeden Fall, hey Phil, nochmal danke für deinen einen Bit. Just why? Zack. Also ich habe absolut keine Ahnung, was da gerade los war. Zack. Zack. Ja. Nice. So, zum fünften Mal heute gefühlt. Und zack. So, dann mache ich direkt mal auf der Pixel eine Stream Party. Zack. So. Wahrscheinlich haben wir jetzt mittlerweile 90% der Zuschauer leider verloren, aber. Ja, natürlich direkt gewinnen. Zack. Zack. Komm, jetzt packt natürlich hier alles am Handy um. Ah, okay, geht wieder alles, perfekt. Aber ja, gut, damit wäre schon mal ausgeschieden, dass wir Crap Game in naher Zukunft spielen werden im Stream. Alle 6 auf mich, chillig. Ja.
Sowas verstehe ich ja nicht. Weißt du, warum Jones in eine Runde rein, wenn nach so AFK. Und was mache ich hier? Es geht hier nicht drum, ist kein Bogenbausimulator. Just saying, okay? Die Aufgabe ist es hier, die gegnerische Flagge zu holen, nicht sich eine Burg zu bauen aus Holz. Schade. Und wenn sehe ich den hier? Einen roten. Zack. Habe ich gerade richtig die Lust, jetzt wieder schon wieder im Stream verloren, wenn ich das halt sehe. Dass ich schon wieder dreimal offline war. Wegen absolut lächerlichen Sachen. Und mein. Ja. Jetzt habe ich wieder diese Kackenmuster zu gucken. Dankeschön dafür. So, mal gucken, ob es jetzt besser ist. Habe halt wirklich keine. Es muss irgendwas im Render, aber. Wobei. Ja, es ist. Ich denke, doch, ich denke, irgendwas mit der Grafikkarte, dass die zu krass belastet worden ist. Ich meine. Mal ganz ehrlich, dieses Game zieht ja jetzt nicht so viel RAM. Ja, wirklich, das war quasi so, als stellt ihr vor, als ob ihr ganzer PC gefreest. Jetzt könnt mit nichts mehr interagieren. Innerhalb von Apps. Apps sind beim Starten gecrashed. Also richtig komisch. Na egal. Morgen wird auf jeden Fall guter Stream. Wenn ich morgen stream. Ich hab's zumindest vor, aber naja, es gibt etwas, das ich leider Eltern nenne, die da sehr gerne andere Pläne manchmal haben. Und kill. Nee, nicht schade. Aber es ist ein Kill immerhin. Und ein Kill. Nice. Lol, der hat. Das gefühlt keine. Frechheit. Den wollte ich mir holen. Er ist aber auch auf Gefühl allen Kids. Zack. Oh, haben wir wieder. Ja, okay, wir haben einen Teil der Zuschauer verloren. Ach, aber immerhin wieder 8 Zuschauer. Von, ich weiß gar nicht, wie viel waren wir davor? Und. Mir ist die ehrlich, immer ganz ehrlich, die Stimmung am Markt. Was geht los? Was weiß ich, dann nutze ich einfach kurz noch die Zeit sinnvoll. Also, sorry, Stream-Element, du bist
auch Hardcore allen aus Timeouten. Aufheben. Ich werde mal Automatfelder komplett disablen. Der ist mir absolut zu krass. Und ich meine, der ist ja built-in. So. Wenn sie nicht zulassen, dass mir dieser Kackbot irgendwas hier zerstört. Meinen Chat zerstört. Und na, den krieg ich nicht mehr. Das braucht man übrigens nicht zu. Ach ja. Der ganze schöne Stream von vorne auch zerstört dadurch. Danke an der Stelle an Danny, den Entwickler von Crab Game. Ich habe immer die Frage, jetzt kann ich mich auch mal um deine Frage kümmern von vorhin, die ich noch von der Nanosekunde so gelesen habe. Du wolltest was wissen über mein Board. Naja, ich meine, ist ein Discord-Board, damit kannst du quasi halt so ein Global-Chat machen. Allerdings war mir halt bei der Erstellung wichtig, dass wir nicht diesen typischen Global-Chat machen, sondern irgendwie ein bisschen mehr international. Quasi ursprünglich war ja angedacht, mit einer Translation das zu machen. Heißt, du schreibst Hi hin und auf allen Servern, auf denen der Bot ist, kriegen das in ihrer Sprache, die eingestellt worden ist. Und dann haben wir halt gemerkt, irgendwann so, ja, es gibt keine gescheiten Übersetzer. Und die einzigen, die es kostenlos gäbe, oder die günstig wären, die funktionieren nicht gescheit, erst recht dann, wenn es um irgendwelche Abkürzungen gibt. Dann haben wir halt gesagt, so, okay, dann machen wir quasi wirklich so Chatrooms-mäßig, dass wir quasi einen für Deutsch, einen für Ding, und es auch theoretisch geplant ist, jeder kann sich quasi selber auch einen erstellen ab einer gewissen Größe, Klammer auf, ab einer gewissen Aktivität im Chat, dem man dann auch beitreten kann. Der wird dann zwar quasi nicht als Pop-up verfügbar sein, aber man wird einen Custom-Invite-Code quasi eingeben können. Basically, so wird das ganze Ding quasi funktionieren. Ja. Zack. Ja, es ist ärgerlich. Shit, hat nicht geklappt. Zack. Und ich meine, was kann man eigentlich theoretisch morgen spielen? Wollt ihr wieder, also ich meine, wollt ihr PvP haben oder? Ja, komm, gib mir halt nur Partikel-Halbpixel. Nummel ist auch mal da. Zack. Aber irgendwie diese 5 Milliarden Abstürze, das war. Ach komm. Ich liebe Windows 11, wirklich. Also diese.
Und ich meine, die wollen jetzt den Support für Windows 10 einstellen. Heißt, wenn du sagst, ich habe hier ein Problemchen. Ja, nee. Du wirst quasi keine Hilfe mehr von Microsoft bekommen demnächst. Für Windows 10. Und für... Zack. Ja, ich habe ihn. Nice. Oh, ich bin für den Einzelmenschen-Mod. Also ich kann dir nicht sagen, ob Numis ein Mensch ist, also. Ich meine, vielleicht gibt's auch keinen menschlichen Mod. Vielleicht sind das alles nur von mir selbst geskriptete User, die mit einer sehr guten KI arbeiten. Könnte ja theoretisch sein. Zack. Ach komm. Hallo, Zweifelsdeutsch bei meinen Fähigkeiten als Programmierer. Willst du das damit implizieren? Zack. So. Willst du etwas sagen, dass ich nicht dazu in der Lage wäre? Weil dann muss ich dir wirklich sagen, Phil, dann... blickst du hundertprozentig richtig. Also ich habe es bisher noch nie probiert, deswegen... Also ich denke mal schon, dass ich dazu in der Lage wäre, aber... Ja. Irgendwie ist die Luft aus dem Stream hier raus, muss ich sagen. Diese ganzen gefakten Follower da vorhin. Die halt wirklich legit in der gleichen Sekunde alle folgen. Mhm. Als ob sich 5 Leute irgendwie random dazu entschließen. Auf einmal zusammen. Mhm. Sehr wahrscheinlich. Aber ich muss da sagen, ich meine, wenn jetzt 2 Mods anwesend sind, dann kann ja Nomis mal gucken, ob er in der Lage ist. Hab ihn. Nice. Was? Jürgen, war erster Mod außer Horst. Naja, es gibt noch andere Moderatoren. Die aktuelle Moderatorenliste umfasst paar mehr User. Community, warte mal, ich kann euch mal gleich mal sagen, wer alles gerade aktuell Mod ist. Mod haben Best of Paluten, wo wir den kann ich wegnehmen, der war letztes Jahr online. Horst finde auch letztes Jahr online, Frechheit. So. Mein Horse Friend. Ja. Dann haben wir da Horse Friend, Nomis. Peggy, Playside als VIP-Streamer und Phil. So. Wenn ich das gleiche wie auf meine Webskill natürlich auch auf Ehre gerne den App-Locker ausmachen, damit ich ein bisschen was hier mit verdiene. Da ich wirklich aktuell enorme Kosten habe. Ich meine, mein Server, der aktuell läuft. Das Community-Event, das zieht halt einiges an RAM. Muss einen besseren Server mir holen, deswegen... Wirklich... Ich mache das nicht häufig, aber... Wäre wirklich cool, wenn... wenn irgendwer jemand vielleicht sammeln könnte, oder... Einfach mal wirklich... Oder einfach Werbung ausschalten. Adblocker ausschalten. Und meinen Stream schauen. Aber naja, jede Unterstützung... Egal ob kostenloser Ding hier... Ist natürlich... gleich viel. Genau. Ist natürlich gleich viel wert und auf jeden Fall nochmal danke an alle, die überhaupt ihr Geld reingesteckt hier haben. Ich meine, aktuell gibt es ja Hey Friend führt mit 4 Bits.
Also, hey, Friend. Auf jeden Fall, Dankeschön für die. Deine Bits. Ach komm. Ab Dienstag kann ich subben. Nein, wie gesagt, ich möchte nicht sagen, dass du hier subben musst. Das wollte ich damit nicht implizieren, aber. Ist immer noch von jedem die freie Entscheidung und nur wegen dem möchte ich auch nicht, dass ich jetzt irgendwie unbedingt Geld holt oder irgendwie sowas. Macht das nur, wenn ihr es wirklich vorhattet. Aber. Ja. Also nur wenn ihr wirklich vorhattet, bei mir auch wirklich mich in irgendeiner Weise zu unterstützen, die vielleicht auch Geld betrifft. Auch wo ich dann mache, nicht sagen, ja, okay, er hat im Stream gesagt, ja, lass mal, sub mal rein. Okay, jetzt fühle ich mich verpflichtet, um rein zu subben. Da bin ich kein Fan von. Aber ich meine, Twitch hat ja jetzt ein neues Feature eingefügt, das quasi als Creator automatisch festlegen kannst, wann Werbung kommen soll. Das habe ich jetzt einfach mal ein bisschen hochgedreht. Und dann schaltet Twitch auch automatisch Werbung. Das habe ich jetzt einfach mal ein bisschen hochgedreht vom Ding her. Also auch allein, wie gesagt, das Zuschauen hilft mir. Aber ich muss sagen, es ist halt auch für mich als Creator entlasten, weil früher muss ich immer kurz raustabben, dann quasi Ding, Button klicken, Werbung schalten und. Ja, als ob jetzt direkt ein Diatyp ist. So, ich gehe einfach mal direkt auf die Flagge. Oder zumindest probiere ich auf die Flagge zu gehen. Zack, ich renne einfach durch. Habe ich die Flagge? Normalerweise kriegt man sie noch einen Kopf oder etwa nicht. Oder haben die es geändert? Ich weiß es nicht. Okay, wie schnell bist du mit Boom Spam? So. Aber naja. Ich meine, Nomis, du hast ja auch, Mike, wenn du willst, kannst du gerne hier übrigens hier mitspielen. Einfach im Chat, sei das die Party neu machen muss. Oh, ich muss kurz mit mir rausgehen. Geh's hier. Nein, ich habe mal L. Genau. Einfach hier oben Party Join the Dannycraft oder P Join the Dannycraft, die Kurzform. Und dann kannst du mitspielen. Wollte ich schon machen, aber YouTube dann. Dachte, er hat dann mal eine Mitgliedschaft, die verlängern wir automatisch. Okay. Nice. Okay, ich werde beim Gassi gehen geschaut. Interesting. Wir versuchen uns. Weißt du was? Wir versuchen uns nochmal hier an. Murder Mystery, komm. Machen wir Double Up für mehr Fun. Und Phil fehlen nur noch 240 Kanalpunkte. Vielen Dank für dein Follow, Andy_0613. Er will mir einen Wörterbann auferlegen. Zack. Ja, Phil ist ein sehr netter Mod. Der möchte mir Wörter verbieten. Auch wenn ich mal gespannt bin, auf welches Wort. Kann ich direkt rausgehen.
Ansonsten ist geschlossen für über 10. 9, 9, 9, 9. Ja, Phil, bist immer nett. Erstmal Hacker bauen, okay? Wir fangen mal mit Ding an. Das wird auch nett. Ja, ich. Okay, interessante Betteinbautechnik. Also bisher kann ich nichts erkennen, wo ich sagen würde, das wär sehr auffällig. Hallo? Zack. Der war Legend der Hit. Hat er ihn angeguckt? Mann. Lass mich doch bitte wissen zurück. Ich will den. Ich will dich mal von hier aus sehen. Er guckt dir nicht wirklich an, habe ich das Gefühl. Oder? Ja, okay, es geht. Ja, mir ist halt nichts Besseres eingefallen. Außerdem kamen nicht alle Game of Forges von mir. Ich habe in der ersten Runde den Game of Forge gemacht und dann kam Lieben. Dann habe ich gesagt, so ja, noch Joint Game of Forge. Zumal das ja nicht fähig. Ich stand nicht meine Stelle nur dran Join. Also konnte man sich ja selber aussuchen, wer für Game of Forge war und wer für nicht für Game of Forge war. Suspekt, so. So. Der scheint mir aber auch nicht zu hacken, ehrlich gesagt. Zack. Suspect ist hier. Aber nicht schon mir alles legit bisher. Ich meine, ich skippe mal ein bisschen nach vorne. So, wo haben wir denn unseren Suspect? Ja, mal schauen, ob wir heute Abend wieder Gartic vor uns spielen. So. Nein, 5 Sekunden zurück. Haben wir ein Headsnap? Kill. Nö. Ja, ich würde sagen, der hackt nicht. Und wir machen mal ein paar Duels. Zack.
Ne? Ne. Zack. Ich hab gleich der ganze Chat so, ja, du hast da und da was übersehen, du hast da und da was übersehen. Zack. Okay, Sumo wird interessant. Und nächstes. Hausmann kommt gleich online. Let's go. Dann ist der inaktivste Chat-Moderator auch mal wieder da. So. Warte mal, der war doch Thema. Ja, ich hab's doch gesagt. Zack. Horst hat's auch geschafft. Suspekt. Wait, ist der gar nicht mehr in der Runde? Kann es sein? Heißt das, dass er instant gebannt worden ist? Wait, er ist hier? Er hat es legit geschafft. Eine Sekunde nach Spielbeginn gebannt zu werden vom Automod. Aber habe ich dann auch nicht genügend Beweise? So, der nächste Hacker. Von hier bis noch da. Yep, das ist legit. Decrease Speed. Kann er denn hier? Nein. Warte mal, nochmal. Ich brauche den Moment, wo er ihn schlägt. Hier. Never. Er kann ihn. Er hätte ihn nicht mehr reachen können. Ich meine, ich muss bis nach. Ich hier hinfliegen. Hier. Und der steht ein Block hinten dran. Und Hacking. Der letzte etwa hat dich gekillt, würde ich mal sagen. Ne. Hypixel-Hits kicken rein. Hacker-Hits. Und let's go. Das Beste finde ich, wenn du quasi so zwei B-Hopper hast. Zack. Das sind immer das Beste. Warte mal, wir gehen mal 5 Sekunden zurück. 5 Sekunden. Der scheint mir kein Knockback zu bekommen, kann das sein? Ja. Wo ist der Knockback, Bruder? Nein, kann ich nicht. Und zack. Gibt's einen neuen Report eventuell? Das ist halt nervig. Ich kann leider nicht Gold bridgen. Boah, da sollen wir halt Skywars spielen, weil ich würde sehr. Weil in Skywars wird halt fett reingehackt und ich würde halt. Ich brauche halt hier noch 500 Games für. Mein Chat. Holt mal den Taschenrechner raus, Chat. Ich möchte das immer gerne was bisschen was zusammenrechnet. Hab den.
Habt ihr eure Taschenrechner ready? Dann fangen wir jetzt an. Also, 26 plus 34 plus 80 plus 19. So, bitte einmal davon das Ergebnis in den Chat rein. Ja, aber Handytaschenrechner. Also ich sag nochmal gleich die komplette Rechnung aber von vorne. Also 26 plus 34 plus, da gibt's plus 0, da kann man kurz kippen, plus 80 plus 19. Wie viel prozentualem Anteil das gibt. Hey Friend, vielen, vielen Dank für deinen einen Bit. Okay, also fast 170. Ja, da müssen wir noch ein bisschen was spielen. Warte, wir machen slash p leave. Dann können wir auch reingehen. Okay, Nomis hat sich verrechnet. Horst war am schnellsten. Zack, nehmen wir die Kiste mit. Die Kiste mit, auch wenn man hier direkt in die Mitte rennen kann, aber... Zack. Also sie hat doch noch Bits. Dankeschön für deine Bits, Horse Friend. Zack. Entscheidet Ding. Hilfe. Nein! Ey, wie close war das? Aber TTS scheint nicht zu funktionieren, natürlich. Das Problem ist, ich würde es gerne abändern, dazu müsste ich einmal die Szene wechseln. Oh, geht schon los. So, aber ich würde dann sagen, nach der Runde würde ich dann offline gehen. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder, würde ich sagen. So, roundabout 15 Uhr, würde ich sagen. Also schreibt in die Kalender oder lasst ein Follow da. Oder holt euch die Social Media Ping-Rolle auf meinem Discord-Server. Die Axt ist stark. Ah, schade. Yep, ich bin auch mal auf. Also wie gesagt, entweder ein Follow da lassen, dann werdet ihr von Twitch benachrichtigt. Oder ich schalte morgen auf die Uhr. Oder auf meinem ausreichenden Discord-Server. Holt euch einfach in Self-Rolls die Social Media Ping-Rolle und werdet gepinkt, sobald ich online gehe. Dann würde ich sagen, wir hauen gleich nochmal ein Raid raus. Mal gucken, an wen. Ist gerade irgendeiner meiner. Nein,
niemand, den ich gerade raiden wollen würde, dann suche ich mir noch den raus. Bleibt am besten noch da, da gibt es extra Kanalpunkte. Ich glaube, das ist vor allem für dich viel interessant. Und so, ich gehe mal in die Kategorie Minecraft rein. Ich will ja möglichst immer in kleine. Gehen wir mal hier rein. Der spielt auf Xbox, ne? Danke. Zack. Und so viele Xbox-Spieler. Den nehmen wir. Gibt's gleich mal ein bisschen Minecraft Lego. Und wir holen aus. Dann kann ich auf jeden Fall sagen, bis morgen 15 Uhr ist der. Hä? Warum wurde der Raid beendet? Zack. So. Raid beginnen. Wieso wird der automatisch beendet? Twitch? Hab's lieber schon wieder in der neuen Runde drin, ne? Wieso werden die Raids automatisch beendet nach 5 Sekunden? War nicht mal 5 Sekunden. Auswählen. Zack. Ich hab die Finger weg. Ich klatsche. So.